Ja, Isarun, die haben es nicht erlebt. Die können es nicht verstehen. Da muss man dabei gewesen sein. Aber wir haben auch an euch gedacht. Wir haben einige Heilschränke für morgen besorgt. Oh. Sehr schick, ja, ja, sehr gut. Wie war es denn nun oben in der Akademie? Enttäuschend. Ja, das sind alles blasierte Lackaffen. Aber ich denke mal, naja. Naja, Abelmirs Ansinnen ist nicht so auf offene Ohren gestoßen. Sie verstehen gar nichts. Oh, macht euch nichts raus, dass die anderen Magier gemein zu euch waren. Ihr habt doch Isarun und Boltax. Sie waren nicht ihr versteht es auch nicht. Sie haben es nicht verstanden, um was es geht. Oh, wenn ihr wollt, dann gehen Jalan und ich dahin und verprügeln die. Ich Jalan. Also, Abelmir, mal ganz ehrlich, was habt ihr euch denn dabei gedacht, in diese Gilde einzutreten? Das war doch von vornherein klar, dass das durchgeknallte Individualisten und, weiß nicht, Frevler sind. Ich möchte jetzt nicht über meine Gildenzugehörigkeit reden, sondern... Ach, lassen wir das. Dreh mich um und geh weg. Isarun. Ich denke, das war ein schwerer Tag für Abelmir. Also, er hat sich wirklich Mühe gegeben und dieser komische Spektabilitäts... Herr Aterion mit dem fliegenden Teppich, der hat nicht zugehört, weil, naja, seien wir ehrlich, er wollte auch gar nicht zuhören. Er hat sich nur um sich selbst gedreht. Ja, das sieht ihm ähnlich. Naja. Ich glaube, ich weiß, was Abelmir falsch gemacht hat. Aber ich möchte ihm jetzt nicht mit Belehrungen kommen. Vielleicht später. Er ist noch zu sehr dran gewöhnt, wie die anderen Gilden funktionieren. Er war so gerade heraus und hat ehrlich sein Anliegen vorgetragen. Aber er wusste doch, dass sie wahrscheinlich nicht seiner Meinung sein werden. Er muss sie mit ihren eigenen Waffen zu schlagen lernen. Sie bei ihrer Eitelkeit packen. Ach so, ich dachte, ihr wolltet jetzt sagen, er hätte den einen Magier verzaubern sollen. Oh, da hätte er wohl keine guten Chancen gehabt. Ha? Weiß ja nicht. Ich hätte den einen schon gerne tanzen gesehen. Welchen? Dürren. Mit den Insekten. Das wäre lustig gewesen. Aber der war doch noch am freundlichsten zu Abelmir. Ja, aber er hat mein Bierangebot verschmäht. Das finde ich nicht nett. Oh, das ist nicht nett. Hast du auch ein gutes Bier vorgeschlagen? Ja, ja. Was sind das denn für Langaffen? Sagte ich ja. Ah ja. Aber ich dachte mir, ich benehme mich und lass ihn jetzt nicht tanzen. Eine gute Entscheidung. Sie waren immerhin in der Überzahl. Ach. Wollt ihr eigentlich jetzt morgen auch alle kämpfen? Ich weiß ja nicht. Was auf gar keinen Fall. Dieser Ruhn. Nein, das steht mir doch überhaupt nicht zu oder an. Also, das wird doch nun... Also, nein, das geht nicht. Ja, Rafim kneift dir mal den Arm, siehst du, Isarun, das hat dicke Armmuskeln. Also eine Boxen. Au, oh, ja, aber nein, ich bin doch keine Gladiatorin. Ich kämpfe, um etwas zu erreichen, nicht einfach nur, um irgendwelchen Idioten auf die Nase zu geben. Ihr habt mich auch gerade besiegt. Seht ihr? Und was ist ja, wenn nicht anderes was, als Idiot? Was, das war ein Turnier, ein ganz ehrenhaftes Turnier. Aber, also, nein, mit so etwas kann ich nichts anfangen. Nun, ihr müsst doch dann auch hier zu diesem wohl nicht so ehrenhaften Turnier hingehen und das Mittelreich repräsentieren, oder? Und das Tugenden zeigen. Zeigen, was ihr für einen starken Schwertarm habt. Also, ich würde sagen... Ich weiß nicht. Ich bin ja jetzt wirklich kein großer Kämpfer. Aber wenn das eine unbedingte Ehre darstellt und ich keine Sorge haben muss, dass ich am Ende mit aufgeschlitzter Kehle da liege, dann werde ich vielleicht auch daran teilnehmen. Ach, keine Sorge, Boltax. Ich sag deinen Gegnern vorher, wenn sie dich umbringen, bringe ich sie um. Das ist gut. Darf man dabei zaubern? Klar. Boah. Also ist vermutlich verboten, aber wen juckt das? Die bekommen es ja nicht mit. Meine Zauber sind ja ohne diesen Schnickschnack. Was hast du und Sulamin? So ein bisschen mit den Säbeln? Oder ist das unter eurer Würde? Ich bin
bin nicht sicher, ob das angemessen wäre. Vielleicht wechsle ich noch ein paar Worte mit Reshalia, wie sie das gerne hätte. Ob ich den Tempel repräsentieren soll oder nun eher auf der Tribüne wirken. Wenn ihr Boltax anfeuert, dann kämpft er gleich auch viel besser. Ich war Boltax. Ja. Und so vergeht die Zeit. So könnt ihr den restlichen Abend noch bei Reiswein, Melonen und irgendwelchen Ziegenmilchjoghurts verbringen und noch von alten Geschichten aus den 2 Jahren künden. Ihr geht frühzeitig ins Bett und könnt dann am nächsten Morgen frisch regeneriert wieder aufwachen. Auch die Brandwunde von Rafim tut nicht mehr so sehr weh, nachdem die Contines-Salbe gewirkt hat. Frühmorgens könnt ihr allerdings hören, wie die Tür aufgeht und ein Ferkina nach Zulamin schreit. Erwählte! Erwählte! Blutlose! Zulamin! Reshalia will dich sehen! Schnell! Yalla! Gut, dann los! Entschuldigt mich, wir sehen uns dann! Du kannst die Strecke durch Mantrabat, das dunkle Mysterienviertel, gehen in Richtung des Raya-Tempels. Und der Ferkina treibt dich neben dir zur Eile an. Wenn du bei Reshalia eintriffst, wird sie dir erzählen, dass ihr wohl Gladiatoren für die Leftanarien fehlen. Zulamin, du musst dich um Ersatz kümmern, so schnell wie möglich. Sie wurden vergiftet. Die Rauschkräuter und der Wein waren wohl versetzt. Ich weiß nicht, wieso etwas in einem Raya-Tempel passieren kann. Zudem wurden sie, nachdem sie unter Rausch gesetzt wurden, brutal zusammengeschlagen. Sie können nicht kämpfen, wir brauchen Ersatz. Haben wir schon einen Verdacht? Nein, die Ermittlungen laufen, ich werde mich darum kümmern und andere Akolutinnen und Agenten aussenden, um die anderen Erhabenen auszukundschaften, vor allem die Novadis. Dabei spuckt sie einmal aus. Wir werden sehen, wer von ihnen sich darum gekümmert hat, aber wenn die Raya-Kirche bei den Leftanarien weder antritt noch gewinnt, dann wäre das eine dicke Scham, die wir nicht auf uns sitzen lassen dürfen. Nun, ich kann selbstverständlich einspringen, aber es haben auch einige unserer Gäste Interesse bekundet, an den Festspielen teilzunehmen. Der Chorgeweihte und der Ritter und ich eventuell auch der Giode. Es ist mir völlig egal, wer kämpft. Sorg einfach nur für Ersatz. Du musst es nicht selbst tun. Du kannst dir auch die anderen Mitglieder aus dem Viertel der Djer Khalil sammeln. Wie viele brauchen wir? 9. Nun denn. Dann werde ich mich darum kümmern. So kannst du wieder zurück in deine eigene kleine Villa kehren. Oder aber möchtest du vorher mit den Ferkina sprechen? Ja, ich denke, das kann ich unterwegs noch erledigen. Und zwar komme ich ja mit unseren Leuten auf 4 Kämpfer. Das heißt, ich weiß, ich brauche noch 5 Ferkina oder sonstige Repräsentanten unseres Tempels. Und ich würde Chiksha suchen, weil mit dem kann ich ganz gut und glaube, ich könnte den motivieren. Ja, so kannst du deinen Leibwächter aufsuchen, der sich irgendwo oben bei den Djer Khalil herumtreiben wird und findest ihn dann auch neben Sherbanu. Hey, Jungs! Wir haben einen Notfall. Blutlose! Euer Mut ist gefragt. Und zwar, ihr wisst, dass heute die großen Kämpfe in der Arena stattfinden. Leftanarien! Genau. Der Ohrenbruder. Und unsere Säbeltänzer wurden vergiftet. Nun ist es an euch, die Ehre der Raja Ushtama zu retten. Das können wir. Wir brauchen noch 5 Leute. Wem schaut ihr es zu? Ihr beide? Vielleicht noch Lazurek? Aruch? Oder meint ihr, ist er überhaupt da im Moment? Marat! Ja. Sehr gut. Sagt ihr ihnen Bescheid oder soll ich noch zum Lager? Wir machen.
Mit sehr schön. Verbundene Augen. Blind? Sicherlich nicht alle. Kann sein, dass ihr einen Gegner findet, den ihr im Blindkampf schlagen könnt. Ganz wie ihr möchtet. Wir können alles. Mit Pferd? Ich habe nichts von Pferden gehört, aber die Arena ist groß. Wir bringen Pferd. Hör zu. Auch! Marat! Blutlos, er will was! Damit laufen sie los. Gut, Zulamin lächelt zufrieden und geht zurück zur Villa. Ja, du kannst ja natürlich aus dem Tempel noch die Ordensinsignien mitgenommen haben, beziehungsweise die Farben, damit sie auch als Kämpferin der Raya zu erkennen sind. Und dann wieder frühen Morgen, die anderen sitzen gerade beim Frühstück, bei ihnen aufschlagen. Oh, da bist du ja wieder. Den Pferden geht es ja. Ja, den Pferden geht es gut. Raya sei Dank. Wie kommst du darauf? Ich weiß nicht, wenn diese Verkinas kommen und nach dir eilig rufen, dachte ich, dass den Pferden irgendwas fehlt. Ach so, nein, mit den Pferden ist alles in Ordnung. Ich habe sie kurz gesehen, als ich mit Chiksha und Sherbanu geredet habe. Es gibt einen anderen Notfall. Und zwar hat jemand unsere Säbeltänzer vergiftet. Wir wissen nicht, wie es passiert ist, aber dem Tempel fehlen Streiter. Wäre es für euch eventuell in Ordnung, wenn ihr bei den Festspielen die Farben des Raja-Tempels tragt? Ich schau mal nach links, ich schau mal nach rechts. Ihr würdet mir sehr aus der Verlegenheit helfen. Ich werde selber jetzt selbstverständlich auch einspringen. Ja, wenn es dann mal so sein muss. Ich sehe sag mal nach vorne aus. Also. Ich würde das ja tragen, natürlich. Aber wenn es darum geht, etwas zu repräsentieren, ich bin mir nicht sicher. Also ich hätte ansonsten einfach so mitgekämpft, weil es ist ja Urlaub und man möchte mal was Neues ausprobieren. Aber wenn es um Repräsentation geht, weiß ich nicht, ob ich da so die beste Wahl wäre. Ach, ich weiß nicht. Wir haben gewiss noch nie jemanden wie euch kämpfen sehen. Und selbst ihr wollt auf Magie zurückgreifen, und das würden manche vielleicht als unehrenhaft ansehen, aber es ist sicherlich außergewöhnlich. Ach Quatsch, Boltax. Das ist gar nicht unehrenhaft. Ach, das ist unehrlich. Kondra zürnt euch, wenn ihr das tut. Alles klar. Ja, Kor findet das gut. Gibt es Regeln? Wen juckt das? Man sollte versuchen, niemanden umzubringen. Ansonsten sind die Regeln verhandelbar. Ihr könnt mit eurem Gegner ausmachen, wie ihr es gern haben wollt. Also ob ihr zum Beispiel für die besondere Herausforderung blind kämpfen möchtet oder dergleichen. Gibt es hier viele Blindkämpfer? Nicht viele. Aber naja, gerade die Säbeltänzer, die jetzt ausfallen, ja, die wären dazu in der Lage gewesen. Also werden viele unserer Gegner nicht blind kämpfen können. Warum sollte jemand blind kämpfen wollen? Weil er sich daraus einen Vorteil über seinen Gegner verspricht, natürlich. Wenn ihr sicher seid, besser als der andere im Blindkampf zu sein und ihn dazu überreden könnt, blind zu kämpfen, ist dies vielleicht vorteilhaft. Und es schärft generell die Sinne, wenn man sich die Augen verbindet. Denn ist man gezwungen, sich mehr auf sein Gefühl zu verlassen. Und es ist eine gute Möglichkeit, seine Kampfkünste zu perfektionieren. Na gut, ich mach's, aber ihr dürft's meiner Frau nicht sagen. Den Blindkampf oder den Kampf allgemein? Dieses Raja-Ding. Ulamin reicht ihm eine der roten Schärpen und verteilt auch dann die an die anderen. Dürfen wir alle das deiner Frau nicht sagen oder jetzt nur Zulamin? Ach, Brafim, ihr alle natürlich. Ich wollte nur sicher gehen, am Ende wärst du sauer gewesen. Deinen Namen kann ich zu Hause gar nicht mehr aussprechen, die wird vielleicht schon rot an, wenn sie ihn hört. Also, solltet ihr gewinnen, könnt ihr den Preis natürlich auch ablehnen. Ich denke, das würde euch als Ausländer eher als Großmut ausgelegt werden. Was ist der Preis denn? Nun,
Ravenus und Leftanarien. Im Allgemeinen hat man als Sieger mehr oder weniger freie Wahl, mit wem man dann die Nacht verbringen möchte und so. Wenn wir uns im Finale sehen, lasse ich euch gewinnen, ja? Ja, also Boltax, wenn wir uns im Finale sehen, lasse ich dich gewinnen. Oh, das ist aber nett. Natürlich. Ich habe schon eine Idee, Abelmir. Ja. Ich meine, wie funktioniert das denn? Wenn ihr jemanden wirklich demütigen wollt, ja, und bei dem Gewinn der Leftanarien, denkt einmal an gestern. Denkt ihr wirklich, diese Person interessieren sich für das, was in den Arenen passiert? Das kümmert sie in Dreck. Wäre ein massiver Gesichtsverlust, glaube ich. Gibt es denn Kämpfer der Akademie? Ich glaube kaum, aber Aishulibert hatte zumindest Interesse bekundet, zuzusehen. Kann sein, dass sie Ausschau hält nach jemandem, der ihr gefällt. Für einen Bettgenossen? Warum nicht? Oh, wenn mir sie ist ein Magier, du bist ein Magier, das ist doch, passt doch wie die Faust aufs Auge. Nein. Selbst wenn ich nicht verlobt wäre, mit dieser Schlange würde ich niemals ins Bett gehen. Seid ihr jetzt eure Verlobte, oder? Darf ich ja mal einen bösen Blick zu? Jalan grinst nur zurück. Man merkt richtig, dass ihr im Urlaub seid, Jalan. Wie funktioniert das übrigens, Zulamin? Tritt jeder einzeln an oder treten wir als Fünfergruppe für den Raya-Tempel an, oder? Ja, was sind überhaupt die Disziplinen? Oh, gibt es Messerstecherei? Und da man nicht versuchen soll, jemanden umzubringen, nehme ich an, es wird nicht geschossen. Es wird in der Regel nicht geschossen, aber man sollte manchmal vielleicht einen Blick auf die Zuschauerränge haben, denn es werden Wetten abgeschlossen und manche können das nicht lassen, den Ausgang beeinflussen zu wollen, wenn es nicht so läuft, wie sie es sich vorstellen. Wie jetzt? Magische Beeinflussung? Es kann prinzipiell alles sein. So, es wird versucht, das zu unterbinden, aber man weiß nie. Richtige Disziplinen gibt es nicht. Ich sollte wohl noch einmal nachfragen, ob es sich um Zweikämpfe handelt oder um Gruppenkämpfe. Aber im Allgemeinen werden die Gegner so zusammengestellt. Das ist eine interessante Kombination, so von der Konstitution her und der Wahl der Waffengattungen, wie es halt bei Gladiatorenkämpfen so der Fall ist. Oh, da habe ich schon mal ein paar gemacht. Da müsst ihr aufpassen, sind alles Bastarde. Bekommen wir Antidote? Ja, das wäre nicht schlecht. Was wolltest du sagen, Boltax? Ach, die wenigsten werden von denen zaubern können. Also bin ich da ganz optimistisch. Ja, du musst sie einfach nur verzaubern, Boltax. Das wird super. Genau. Es wird Zeit, denen allen ein wenig runder Gefährlichkeit anzuprügeln. Zauber. Ihr habt euch mit diesen Banshayern verabredet, nicht wahr, Raffi? Wer war das nochmal? Das war der Hörnertyp. Ah, der Hörnertyp, ja. Und ja, mit den meinen Zwergen. Und vielleicht auch noch einen von den Prioten, aber da bin ich mir nicht sicher. Ja, die werden sich hinten anstellen müssen. Wieso wollen mich eigentlich alle umbringen? Vielleicht, weil ihr sie buchstäblich am laufenden Band dazu herausfordert, dies zu tun. Na, ich nehme Isaruns Erklärung, die ist schmeichelhafter. Ja, ne? Also, Boltax, wenn du dir nicht so sicher bist, dann werde ich für dich einspringen. Aber du musst das entscheiden. Ja, ich weiß, ich denke... Prinzipiell ist es, glaube ich, besser, wenn du das machst. Also. Ja, doch. Ich will dir das jetzt nicht wegnehmen, nur, also, bevor da jetzt irgendwer kommt und dich dann zu Hackfleisch verarbeitet, da steige ich dann lieber noch selber rein. Ach, also da habe ich wenig Sorgen. Bevor jemand kommt und mich zu Hackfleisch verarbeitet, dann nehme ich einen Axios vor den Latz. Also bitte, wir sind hier im Urlaub. Niemand wird zu Hackfleisch verarbeitet.
Also. Wir gehen da rein, wir haben ein wenig Spaß, wir gehen wieder nach Hause. Boah, kann ich meinen Stab verwenden? Ich würde euch gerne zeigen, welche tollen Zauber ich in meinem Stab gespeichert habe. Das wäre in der Arena sicherlich super. Gut, wir machen es einfach so. Du fängst an und solltest du irgendwann zu dem Punkt kommen, wo du keine Lust mehr hast, dann kannst du mir Bescheid sagen. Ja, dann klatsche ich dich ab und dann gehst du für mich hin. Ich glaube, das habe ich schon mal gesehen bei so einem Volksfest, wo sich 20 Leute geprügelt haben und dann, das war auch mit ab. Nee, ich war sehr betrunken. Das war sehr früh in meiner Jugend. Wo würden denn diese Volksfeste stattfinden, wenn man mal theoretisch zu so einem gehen wollen würde? Also in Beilung am Hafen, da war es schon immer gut. Danke. Ich glaube, in Beilung kann man nicht zaubern, oder? Nee, aber Hafengebiete sind eh immer gut. Ja, dann lasst uns doch zur Arena gehen. Ich bin jetzt richtig gespannt. So könnt ihr euer Frühstück aufessen und dann die wenigen Meter über die Türme, über die Alburj nach, ja, zu diesem großen Gebäude der Murak Al-Kira Arena antreten. Ein grüner Marmorbau im bosporanischen Stil, was, wenn keine Leute drin sind, 12.000 Menschen fast. Und dadurch, dass die Bettler mittlerweile ihre Hütten geräumt haben, rausgetrieben worden sind und die Hütten angezündet worden sind, könnte man jetzt tatsächlich auch Pferderennen darin abhalten oder auch Wagenrennen, wobei die auch schon den Tagen davor in der Stadt und in den Straßen, in den Gassen abgehalten worden sind. Während ihr über die Türme schreitet, über die Brücken schreitet, könnt ihr bereits erkennen, dass sich aus dem Inneren blutgieriges Geheul erhielt. Denn bereits in der Nacht haben die Ersten angefangen, in der Mitte zu kämpfen. Entweder gegen Tiere oder es gab Exekutionen von Verurteilten oder auch Verurteilten. Ihr habt ja mittlerweile schon gesehen, wie die Priuskirche hier Recht spricht. So ist es unter euch, bei dem Pöbel, rechtes, dichtes Gedränge. Ihr könnt aber dann über die Brückenplätze relativ einfach zur Arena vordringen und nachdem ihr dort euch einen der Logenplätze genommen habt, ein bisschen umgesehen habt, wie da Überreste von Menschen, von Tieren dann weggeschliffen werden, ein bisschen akklimatisieren, könnt ihr dann auch eben über die verschiedenen Abstiege nach unten in die Gewölbe der Arena gehen. Die Subterraner. Also Zulamin, wenn wir jetzt hier dein Tempel vertreten, müssen wir irgendwas Besonderes sagen oder sowas? Eure Farben sollten eigentlich allen sagen, was sie wissen müssen. Die Spiele finden zu Ehren Leftans statt. Allerdings hat Leftan nicht besonders viele E- und Verbote, was den Kampf angeht. Ihr solltet das mit Leidenschaft tun. Das ist wichtig. Krieg ich hin. Ja. Abelmir und ich werden dann bei den Zuschauern der Raya-Kirche sitzen? Nun, ich werde mitmachen. Tatsächlich. Ich muss mich etwas abregen. Währenddessen könnt ihr erkennen, wie wohl ein Pulk aus 10 Leuten auf euch und auf eure Loge zumarschiert. Sie tragen, zumindest für Zulamin offensichtlich zu erkennen, die Zeichen der Fexkirche. Hablet Ben Cherek und der Mondsilbervisier. Ja, sie fächern sich so ein bisschen auf. Alles irgendwie Fex-Geweihte oder zumindest Anhänger der Fex-Kirche mit viel zahlreichen Diamanten und Ringen, Ketten, Schmuck am gesamten Körper, Turbane, die sie tragen. Und Hablet Ben Cherek baut sich vor euch mit seinen 60 Jahren auf. Zulamin, ihr kämpft also für die Raya-Kirche? Ich hatte angenommen, dass ihr nach meiner Einladung euch eher für unsere Seite entscheidet. Schade, schade. Es tut mir so leid, euer Erhabenheit, aber wir haben einen Engpass. Steht, dass ich unter diesen Umständen zuerst meinem eigenen Tempel verpflichtet bin. Aber ich hoffe, ihr werdet ein großes Vergnügen an den Festspielen haben. Und wir danken euch noch einmal förmlich für eure großzügige Einladung. Und jetzt müssen selbst eure Gäste in den Ring steigen für eure Kirche? Oh, erbärmlich. Die haben sich freiwillig gemeldet. Erbärmlich, Zulamin, erbärmlich. Nicht einmal Reshali ist aufgetaucht. Wir sind uns nicht zu fein zu kämpfen. Aber mir, ich hörte bereits von euch. Wollt ihr nicht uns lieber Gesellschaft leisten? Ihr müsst nicht kämpfen.
gesellt euch einfach zu uns und unterhaltet euch bei einem guten Tropfen Winsalter mit uns. Nein, gewisse Dinge müssen erledigt werden. Schade, schade. Ich hätte mich so darauf gefreut, mit euch ein paar Worte zu reden. Nun kämpft ihr also für die Raya-Kirche. Dann hoffe ich, dass ihr nicht fallt. Ich trage ihre Farben. Damit kämpft ihr für sie. Es kann dort unten sehr gefährlich sein. Nun ja, Gefahr ist es, wo wir in den letzten Jahren schwebten. Warum sollten wir es jetzt ändern? Abim, ihr werdet alt. Ihr solltet euch irgendwann zur Ruhe setzen. Noch bin ich nicht alt. Bitte, was sagt ihr? Ach, verzeih, ich sprach an meinem Freund. Ihr müsst Jalan sein, ja? In der Tat. Der Archentöter, wir hören viel von euch. Danke für eure Dienste. Natürlich nur das Beste, nehme ich an. Selbstverständlich. Aranien lässt euch schöne Grüße bestellen. Na, dann nickt einmal. Und dann hoffe ich, dass wir euch in der Arena gut unterhalten, wenn ihr schon nicht selbst mitkämpft. Ich werde dafür sorgen lassen, dass euer Dolch nicht vergiftet wird. Nickt er gönnerisch. Danke. Ich unter anderem danken es euch. Nun, wen auch immer. Fex mit euch. Damit dreht er sich wieder um. Sein Pulk fächert wieder zu. Und sie gehen.